schon so, immer. Ja, aber ich bin zu gewiss immer noch drin. Oh, Junge, der Zieg hier. Den Dreck kriegen wir. Ach, ist ja kein Fahrstuhl, wa? Ist falsch. Aber zwei hintereinander sogar. Guck mal, eben so einer. So, Leute, mitten im strömenden Regen. Zumindest jetzt schwächt ihr langsam ab. Die ganze Zeit wollte die Kamera nicht angehen. Wir sind jetzt in so einem alten Wohnkomplex diesmal. Also, ja, Neubaublock würde ich sagen. Wir haben wohl noch ein paar Aufnahmen von Omi gemacht. Die blende ich euch dann mal zwischenzeitlich mal ein. Und ja, da ist das Objekt der Begierde. Und da ist der Manik. Ja. So, zwischenzeitlich müssen wir wahrscheinlich die GoPro laden. Kabel ist am Start. Ansonsten haben wir. Oh. Ich würde mal sagen, wir können gleich hier über den Balkon gehen. Ja, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was passiert ist, das werde ich wahrscheinlich auf der Aufnahme sehen. Oh, fuck. Es klingt schmerzhaft. Ja. Was hast du denn gemacht? Oh, ich bin mit dem Knie voll gegen die Stange geknallt. Genau, da bin ich hochgekommen. Da bin ich mit meinem Knie dagegen geknallt, Alter. Voll gegen die Stange. Böse Stange. Jetzt haben wir hier einen Invaliden. Also sieht aus, als wäre das Ding hier zum Abriss vorbereitet. Ja. Oh, das sieht so okay aus. Ich mach mal nicht. Ich mach mal nicht. Wir sind in Wohnung 1. Hier sind schon irgendwelche Blutspritzer. Dosenspritzer. Oh, ist aber zügig hier, Alter. Ist der Sicherungskasten gewesen dort? Ah ja, das ist der Eier. Das ist ein typischer Neubaukomplex. Holzblasuhr. Oh, das ist kalt hier drin. Oh, mit Aufsuch. Oh, Junge. Mit Aufsuch. Oh, okay. Genau, so weiter. Der, doch. Der steht, Oha. Ja. Ja, fast ganz oben, ja. Oh, hier unten ist Wasser drin. Du, Leute, mach doch mal ein Fenster zu, ist voll kalt hier bei euch. Ja. Haufenweise Lost Places letzter Zeit gehabt, wo wir wirklich kaum Graffiti oder irgendwas hatten. Und hier ist schon wieder alles komplett zerstört und alles voller Graffiti. Halt nur. Verstehe ich nicht, was ist denn das für eine Wohnung? Das verstehe ich noch nicht. Ich hab das noch nicht gerafft, also bin ich ehrlich. Ja, was ist denn da los? Sag mal. Ja, was ist denn da drüben? Achso, das ist eine komische kleine Heizgebäude, genau. Von da sind wir drum. Boah, jetzt regnet aber richtig, ne? Ja. Haben wir ja echt Glück gehabt. Huch! Verzeihung. Oh, ist das windig. Ey, kannst du wirklich von Wohnung zu Wohnung immer rumrennen, wa? Ja. Ach, weißt du, was das war? Nee. Das war bestimmt eine Unterkunft für Lehrlinge, also Auszubildende. Das kann durchaus möglich sein. Weil ich weiß, hier gibt es in der Nähe, gibt es nämlich was, wo die sowas gemacht haben. Wollen wir mal kurz im Keller kicken gehen? Nein, ein bisschen sitzen? Das ist mein Jüngchen, geh mal vor. Ich bin gerade in meinem Keller, Freunde. Ja, wir sind im Kellerkind. Boah. Oh. Ja, ich zieh mir mal den Müller auf den Heupacke. Ich mach das schon. Ich mach das dann nochmal. Ein bisschen heller machen hier heute, wa? Ja, jetzt meine Sicht umfangen gelassen. Oh, Alter, hab ich mich erschrocken. Diese scheiß Matratze. Diese Krise. Hier bin ich gefallen. Wo ist eine neue Matratze? Hier ist eine. Hau frisch! Ja, das ist schon mal zugeschickt. Juhu! Hi! Ja, aber ich tut übrigens immer noch voll. Voll gegengepresst. Guck mal, jetzt ist er bis zum Keller runterfahren können mit dem Fahrstuhl. Das ist ja krass. Harte Sache.
Guten Tag. Hallo. Ja, alles von der Spinne, die ist wieder hier. Ich werde räudig. Und hier noch so weit. Alter. Ich habe mich schon wieder verloben. Ah, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Wir sind wieder am Anfang. Na was? Na Pipi. Ja. Okay. H2O. 110, 502. Okay. 502 ist 501. Entschuldigung. Ah, geil. Ich kann den Keller kacken. Ach, Kicke. Ey, warte mal, hier ist ja noch Klopapier. Wie war das letztens gewesen? Hier, wenn du kein Klopapier mehr hast, geh auf Lost Place und findest immer irgendwo was. Oh, was ist das? Alter, guck mal hier. Ja. Das ist der Heizkessel. Kessel. Oh, Junge, der zieht hier. Warte mal, ihr das Fenster zu. Da hier ist die Kiste weit. Jetzt nicht weit. Aber ich hätte nicht gedacht, dass hier noch so viele drin. Oh, Alter, spiel ich so noch einen Tankdeckel. Der Tankdeckel, oh, Alter, leg mich doch am Arsch. Oh, hier ist schon mal ein altes Heidung. Schau mal, Junge, gucken wir mal, was wir hier finden. Heidung. Von? 1997. Seite 6. Seite 6. Eckhart. Oh, 2003. Ist ja noch gar nicht so lange her. Noch nicht mal 20 Jahre her. Naja. Eckhart. Ah, ich hätte nicht gedacht, dass die hier nur drin steht, wa? Nö, hätte ich nicht gedacht. Ah, gut, aber ich würde sie da rausholen. Klingt schnell. Ah, das ist so Altmetall. Ah. Ich glaube, die machen sich die Arbeit nicht. Ich glaube, da reißt es eher ein, mit dem Kran raus und dann warten. Ja, das kann sein. Kabel sind hier oben noch ein paar, aber steuerlich hoch. Aber hier sind die abgeschnitten. Aber jetzt müssen demontiert. Naja, doch da, guck mal, dann sind wir ganz aufgeschnitten. Naja, dann wird man mal nicht mehr hoch. Ich hab schon irgendwo gerade ein Klappe gesehen, da ich nicht mehr, wo die war. Ja, aber hier hinten aber einen. Ja, nee, doch, eventuell. Warte. Da rein. Ah. Winnie-Hupen? Was ist denn das denn? Keine Ahnung. Guck mal, versuch rauszufinden, aber. Alarmanlage? Nee, irgendwo verfeiert. Naja, dann wollen wir mal ein bisschen Wohnungsbesichtigung machen, wa? Ich will jetzt gerne mit Balkon haben. Ach, der alte Herr und sein Knie. Ja, das ist mich immer auslachen, wenn ich irgendwas habe oder so, weil ich immer zu fett bin. Aber selber ist er nicht besser, immer wieder. Das ist bitte. Anti-Antifa. Tifa. Also hier kann man definitiv ein paar Kunstwerke wahrscheinlich finden. Ja, das möge sein. Aber warum ist das hier so eine Art Lounge? Das verstehe ich nicht. Guck dir mal an hier, den ganzen Müllberg. Den Dreck. Regnen. Ja. Oh, das ist der Teufel. Der Teufel ist persönlich. Ist der Fahrstuhl wieder? Hier sind überall so eine Lounge-Dinger hier, wa? Aha. Ich hätte gerne ein paar Schiffe. Wir nehmen die Treppe. Nächste Fahrstühle werden gerne mal stecken. Alter, hast du das gesehen? Was? Hast du das gesehen? Oh, nee, das habe ich nicht gesehen. Kick mal hier. Also, wir sind heute nicht auf Lost Place, Alter, Spieler. Wir sind hier auf Kunsttour heute. Am Heiligen. Alle, die können das. Man kann man bei Instagram immer eben, der schreibt immer runter, wer Graffiti gemacht hat. Also, den Künstlernamen oder verlinkt ihn. Wäre mal cool, wenn hier mal jeder runterschreiben würde, wer das gemacht hat. Also, manche sehen ja wirklich schon echt cool aus. Aber ey, kann man ja nicht so sagen. Naja, ich sag mal so, die sind ja wahrscheinlich alle gleich. Oh, guck mal, hier ist ein Balkon. Ah, die Balkon ist ein bisschen zickig hier. Ist jetzt hier der Einzige? Guck mal, unten wäre ein Unterbalkon gewesen. Ach, ist ja geil. Ah, ich glaube, ihr seht das nicht. Also, da müssen wir nachher noch mal kurz hingehen. Ja.
hart, Alter. So, wir sind jetzt mal ganz oben angekommen. Ach, ich wollte euch, ich zeig euch mal, wo vor hier hoch, aber wir hätten auch die Treppe hochgehen können, hätten wir wahrscheinlich schnell gefunden. Aber ich zeig euch mal was. Also da muss ich immer sagen, wieder größten Respekt. Ach, übrigens hier, der Fahrstuhl von oben und von ganz oben, naja. Aber, oh, so windig, Alter, schon mal. Guckt euch das da mal an, Alter. Der Künstler, Junge, der hat schon ganz schön was drauf. Richtig mit Schattierung und alles. Richtig schick, ne? Ah, also. Das ist schon geil, oder? Schon cool. Respekt an ihn. So. Da wollen wir hoch. Gucken, ob wir da hinkommen. Wir nehmen euch mit. Das Fleisch. Ja. Weil wir überlegen eventuell, ob wir hier mal eine Overnight machen. Das wollen wir nämlich auch mal mit einplanen. Also ich sag jetzt schon, wenn ich dabei bin, Alter, ich werde nur noch in meinen Schlafsack liegen und werde dann Ruhe geben. Bevor ich nachher abstürze. Naja, ist ein bisschen feucht, aber geht schon. So, ja, wir auch mal bei Pisswetter so eine Scheiße machen für euch. Boah, ist ein kalter Blatt. Da guck da hinten, der See ist schön. Boah, kann man da hingehen? Ja. Ist der Fahrstuhl, wa? Ja. Drehen wir um. So sieht der Fahrstuhl von oben aus, von ganz oben. Ganz oben. Und da war gerade runtergeleuchtet, hochgeleuchtet. Jetzt müssen wir runterleuchten. Oh. Ja, da hinten unten ist Verkehr wie Hulle. Komm auf Studio. Ah, das ist der Treppenflur hier. Oh. Das heißt, ich muss mal kurz die Kapuze. Ich muss die Kapuze irgendwie hochkriegen. Alles was? Kalt und heiß. Bisschen, ja. Oh. Ich muss jetzt ehrlich sagen, wenn hier die Sonne scheint, ohne Regen und Sommer, ist schon geil. Da oben kommt übrigens die Sonne raus. Da so. Jo, Verzeihung. Ich bin mal ein bisschen trocken gemacht. Ah, ist schon geil. Jetzt die Drohne noch hier schön von hier aus so. Ein bisschen sehr windig jetzt. Ja. Oh, und klatschnass. Da hinten ist übrigens eine Schule. Von da kamen gerade irgendwelche Geräusche. Ja, lest. Aber hier sind nur viele Fußgänger und so, ne? Ja, ich werde mir mal irgendwo um Trockenen drin setzen. Wir sehen uns dann, denke ich mal, wenn wir wieder runtergehen. Oh mein Gott. Bis gleich. So, da ich mich jetzt mal entschieden habe, im trockenen Business zu gehen, ich dachte, gehen wir da hin, wo dieser komische Motor ist. Dann kann ich euch das mal ein bisschen genauer zeigen. Wir haben so schön die Kabel abgezogen. Ja, dann sind die Riemen, die Triebe alle weg. Auch hier ist noch ein bisschen was Seilaufzug. Hängt da drüber, erstaunlicherweise. Ja, ich war noch welche gewesen, die haben ein bisschen was getrunken. Mal wieder randaliert. Ja, treten wir mal lieber nicht auf. Ja. Ob das jetzt für den einen oder anderen interessant ist oder nicht, ist mir egal. Voll kostet die Welt. Unbedingt dümpelt immer noch da oben rum. Ich kann ja mal gucken, ob ich da irgendwie rausgreifen kann, glaube ich. So. Ja, die Kamera entsprechend. Oh, die Sonne kommt raus. Kick mal. Geil. Den Regenbogen. Wo ist der Regenbogen? Da hinten, was? Ja, da lang. Cool. Ich habe sogar den Anfang vom Regenbogen gesehen. Also, da könnten wir hinlaufen. Lass uns den Goldschatz suchen. Ja, danke. Ja. Oh, vielleicht werden wir heute noch reich. Guck mal. Oh, Kike, wirklich, Tatsache, ist ja geil. Denkst du dich glücklich an oder was? Ich weiß aber nicht mal. Oh doch, für die Kamera kann man ein bisschen sehen. Warte mal. Kann man hier irgendwie zoomen mit der Kamera noch? Nee, kann man da noch nicht. Schade. Tut mir leid. Oder ich bin zu doof dazu. Ich weiß es nicht. Aber kick mal hier schön mitten auf dem Dach und Baum. Der ist nicht gerade erst vor ein paar Tagen gewachsen. Alter Schwede. Na, jetzt wieder abwärts. Hinter den Bäumen. Wir haben gerade eben noch viel weiter vorne. Es sind aber zwei hintereinander sogar. Guck mal, da hinten ist noch einer. Ja, da hinten ist auch noch einer. Das ist bestimmt der kleine Schatz. Da hinten ist der große Schatz und dann dahinter noch ist der kleine Schatz.
Ach, da jetzt, sag ja, ich habe mir vorhin auch schon gesagt, hier da hinten ist die Schule und da ist irgendwie Lautstärke, irgendwas ist da. Aber ich dachte immer, bist du ja Quatsch. Nee. Ich dachte immer so, Mann, ist der laut da unten, ey. Ja, nee, Quatsch habe ich ja ein bisschen. Dann. Geil. Ja. Ich sag dir, der hier oben Overnight ist richtig geil. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, hätten wir vielleicht noch 5 Minuten gewartet, wären wir jetzt hier oben auf dem Trockenen. Ja, gut, ja. Also ich bin völlig durchgenässt. Ne? Ja, nicht nur du. Alles cool. Also ganz ehrlich, hier oben dann doch mal irgendwie, wenn die Sonne schönes Wetter ist, dann mal richtig schöne Foto von oben machen, geil. Ja, auch mit der Drohne von hier oben nochmal. Ja. Da würde ich dann eh alles mitnehmen. Ah. Ohne Kamera und so. Ist schon herrlich. Naja. Ich hoffe, euch hat er trotzdem gefallen. War jetzt nicht ganz so spannend, aber... Ja, war mal ein kleines, cooles Video irgendwie. Ja, eigentlich mehr was verfahren für uns. Ja. Alles klar. Trotzdem, wenn es dir gefallen hat und du bist hier, guck das Ganze gerne mal einen Daumen oben lassen. Kannst ein Abo da lassen. Genau. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Wisst ja, alle 2 Wochen, Mittwoch, 18 Uhr, Starttime. Bis dann. Tschüss.